Hallo, wir sind Anthem und ihr guckt Berlin Music TV. Ja, Berlin Music TV hier beim Melt Festival. Wir chillen hier mit Anthem hinter der wunderschönen Melt Selector Bühne. Anthem, erste Frage, wie geht's euch so? Super scheiße. Warum? Magen-Darm. Tatsächlich, wie kam das? Durch zu schlechtes Essen. Okay, bei dir auch? Ja. Bei mir geht die Flitze geht mir. Nennt man das so? Kann man so sagen, glaube ich. Aber so professionell gesehen, Was ihr hier macht, das kriegt ihr noch auf die Reihe so? Immer. Immer, sehr gut. Ihr seid ja grundsätzlich eine ganze Menge unterwegs. So wie mir gesagt wurde, waren das ja im letzten Jahr über 120 Auftritte in allen möglichen Ländern so. Auf der ganzen Welt. In einem Monat, das ist ordentlich. Da kommt man überhaupt nicht mehr zum Schlafen eigentlich. Wie regelt ihr das so mit eurem Alltag eigentlich? Wir pennen eigentlich super viel. Weil wir immer so kurze Auftritte machen, wir hauen immer direkt wieder ab. Wie lange ist so ein Auftritt in der Regel? Oh, 30 bis 35 Minuten. Und dann geht's schon wieder in die Haier? Ja. Okay. Ja, unpassend dazu eigentlich, seid ihr ja morgen auf dem Sleepless Floor. Ja. 9 Uhr. Ist das für euch so mehr so eine ordentliche Zeit eigentlich? Oder glaubt ihr mehr so, 9 Uhr ist eigentlich kacke? Sonntagmorgen 9 sollte eigentlich jeder in der Kirche sein. Und das ist dann für uns so eine Kirche morgen. Also Wir halten sozusagen die Messe und deshalb geht es mal ausnahmsweise. Aber sonst ist Sonntag natürlich heilig für uns. Und ich glaube, ihr kriegt morgen genug Gläubige zusammen da. Naja, ich hoffe es, ne? Ja. Wenn man so viel unterwegs ist wie ihr, kriegt man dann eigentlich Heimweh? Also spürt man da schnell Heimweh so? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, bevor wenn ich da weg bin. Hältst du es zu Hause nicht aus oder wie? Nee, zu unordentlich. Okay, Das sieht aus wie Sau bei dem, ist eklig. Das hast du selber schon ein paar Mal mitbekommen? Ja. Du wohnst ja in Berlin. Wohnnomade. du wohnst ja in Berlin, du wohnst in Köln. Ja. So ist ja auch schon ein Stück dazwischen. Beeinträchtigt so die große Distanz eigentlich eure so Zusammenarbeit? Gar nicht. Überhaupt nicht? Nee, weil wir haben alles. Ghost Producer, Ghost Writer und Double. Also wir kommen dann zu Interviews gerne mal irgendwie, trinken dann ein Bier. Es ist auch nicht der echte Tobias, doch, oder heute doch? Heute sind wir echt da, ne? Okay, ich war jetzt ein bisschen viel verdächtig. Sonnenbrille ist schon mal grundsätzlich immer verdächtig. Pflicht, ne, aber ist auch Pflicht, ne? Was macht man so, wenn man so Rockstar und dann hat Backstage-mäßig, ne? Bei dir ist ja stellt sich mir natürlich, wir sind ja aus Berlin, jetzt die Frage, warum bist du noch lange nicht in Berlin, obwohl ja eigentlich alle sowieso nach Berlin ziehen? Ist ja eigentlich der einzige Ort, wo man sich in Deutschland noch aufhalten möchte. Boah, das weiß ich auch gar nicht so genau. Dann müsste ich ihn vielleicht zu viel sehen, glaube ich. Und wir sehen uns ja eh schon jedes Wochenende. Und weiß ich nicht. Aber vielleicht auch einfach nur Faulheit. Das könnte es auch sein. Faulheit vom Umziehen, ja? Ja, ich denke auch ja das. Weil Geld könnte ich ja da sparen, aber... Ja. Ihr seid ja jetzt schon bei einigen Festivals gewesen, jetzt hier dieses Wochenende Melt, Fusion Festival seid ihr auch schon gewesen. Mir wurde gesagt, ihr wart bei einem Holy Festival gewesen. Habt ihr eigentlich so für euch selber so ein Lieblingsfestival oder ist das für euch eigentlich alles ein und dasselbe? Nee, überhaupt gar nicht ein und dasselbe. Also ein Festival ist ja kein Festival, nur weil der Name da steht, sondern das ist ja an ganz viele Rahmenbedingungen geknüpft. Und jedes Festival ist anders, aber wir haben das große Glück, dass wir auf wirklich schönen spielen. Und ich meine, sowas wie heute, um jetzt auch mal ernst zu antworten,
ist überhaupt nicht unser Ding. Wirklich nicht, Person. Gefällt uns nicht. Erklär das, erläuter das. Nein, es gefällt uns total gut und wir sind wirklich, ich habe es gerade noch Backstage zu unseren Begleitpersonen gesagt, dass es wirklich toll ist, dass wir hier spielen. Genau wie Fusion, aber genau wie auch jeder andere Gig, aber es ist natürlich super auf Mel zu spielen, ist toll. Geht's dir da auch so? Ja, genau so. Auch so, auch großer Freund davon, hier zu spielen? Ja, klar. Ja, auch wenn es 9 Uhr ist? Ja, das ist egal, wir gehen ja vorher schlafen, wie schon gesagt, so. Aber wenn das Wetter stimmt und so, dann geht nichts darüber, auf so einem großen Festival bei so einem Wetter zu spielen. Ihr seid ja gerade in aller Munde, insbesondere wegen des Wine and Chocolate Remixes von Theophilus London. Hat euch da der Erfolg eigentlich überrascht im Großen und Ganzen? Also ihr seid ja damit schon sehr, sehr weit im Mainstream gelandet, behaupte ich mal. Also überrascht hat uns der Erfolg überhaupt nicht, weil wir haben es halt einfach hardcore drauf, weißt du? Und der Remix ist super und deshalb überrascht uns das null. Es war nur eine Frage der Zeit sozusagen, bis man euch auch im Mainstream entdeckt, meinst du? Ach, ich weiß gar nicht. Das ist schon Mainstream, aber wir sind da ganz gut weggekommen noch. Ne? Also wir haben jetzt gar keine Schläge bekommen von den Kollegen oder so. Im Gegenteil, die finden es alle auch gut und spielen den Track ja auch. Wir hatten dann so ein bisschen Angst und so. Ist das jetzt vielleicht... Aber du kannst diese Eigendynamik, die das dann entwickelt, wenn das so ein großes Lied wird, die kannst du auch nicht mehr steuern. Und das ist alles für uns total super. Und Mainstream ist es eigentlich nicht. Also das Lied ist zugänglicher vielleicht, weil es halt Vocals hat. Aber sonst ist das eigentlich ziemlich cool. Oder? Würdest du jetzt sagen? Ich find das unheimlich cool. Die Sache ist nur... Ich dachte mir, vielleicht findet ihr es merkwürdig, so in so einer etwas poppigen Schiene so im Allgemeinen zu landen. Die Sache ist, bei mir zu Hause liegt die CD von Radio Energy rum und da ist der Track auch drauf in so guter Gesellschaft wie von Will.i.am oder David Guetta. Aber da macht man sich um die eigene Kredibilität nicht so die Sorgen, oder? Nee, also wir sind ja nicht in der gleichen Schublade deswegen. Also wir haben den Track ja... Der ist ja auch, da muss man dazu sagen, schon etwas älter und haben den ja dann auch, also was heißt aus Druck, aber wir haben halt einfach gemerkt, super viele wollen den einfach immer noch haben, so, wir waren da selber immer so ein bisschen am Hadern, machen wir es jetzt noch, weil er einfach schon so alt war, haben wir den dann nochmal gemastert und pipapo, haben es gemacht, aber das, wie er sagt, das kannst du halt nicht so steuern, wenn es halt Leute gut finden, die auch Will.i.am gut finden, dann ist es halt so, aber der macht das Lied ja nicht schlechter, also. Dieses auf der gleichen CD landen ist auch gar kein Kriterium, wir sind jetzt zum Beispiel auf der Bravo Hits und da ist auch... Ernsthaft? Da ist irgendwie auch Woodkid drauf und da ist auch, was weiß ich, wer noch drauf. Und da kräht halt auch kein Haar nach, weißt du? Und von daher, da können wir nichts gegen machen und das ist uns auch Latte, weißt du? Und alles andere, also ich meine, die Platte, die wir danach gemacht haben, die läuft nicht im Radio, ne? Und wir finden es cool, dass es im Radio läuft. Also ich meine, wenn mein Papa mich anruft und sagt, Simon, da warst du wieder. Man verdient ja auch ein bisschen was, ne? Nö, da haben wir nicht so einen guten Deal, ne? Aber darum geht es echt eigentlich gar nicht, weil wir eh total reich sind. Das dachte ich mir schon. Ihr habt ja auch schon mit vielen verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet. Immer wieder wird da gerne Monika Kruse erwähnt und Oliver Kolecki natürlich. Gibt es für euch noch so einen Produzenten, gerade vielleicht so im deutschen Bereich, so mit dem ihr gerne noch zusammenarbeiten würdet? Nee. Nee, das weiß ich nicht. Wir haben ja auch mit dem Produzenten nicht als Produzent zusammengearbeitet, sondern eher entweder einen Remix gemacht oder auf dem Label released. Wir haben jetzt wirklich zusammengearbeitet, haben wir eigentlich, wenn mit Superflu zusammen, ne? Sonst mit Produzenten wirklich, weil das waren immer Label-Geschichten. Das war oder auch so eine engere Zusammenarbeit zwar mit Label Nächte und so, aber wirklich im Studio sind wir jetzt nicht so viel mit anderen Produzenten. Da wollen wir vielleicht in der Zukunft zwar machen, aber... Das war jetzt auf meinem Zettel, wenn ich richtig gezählt habe, so die 7. Frage gewesen. Ein guter Einstieg, um so zu einem, ich würde fast schon sagen, legendären Interview-Video mal zur Sprache zu bringen. Es war ja in erster Linie unheimlich eine lustige Aktion, so dieses Video zu machen. Ungewöhnlich natürlich für Musiker, die sich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen ernster geben. Ist das so euer Ziel, so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit so abzulegen, ein bisschen Spaß mehr so in diese ganze Sache reinzubringen? Ja, Ziel nicht unbedingt. Also das spiegelt eigentlich immer das auf jeden Fall das wieder, wie wir auch so privat sind. Also das ist teilweise noch harmloser, als was wir selber privat im Hotelzimmer
machen oder so. Und das da geht's so ab, ja. Ja, mal mehr, mal wie. Also das ist. Es ist halt einfach, es ist einfach so, worauf wir Bock haben. Und das ist jetzt kein. Wir haben uns jetzt nicht überlegt, oh, wir brauchen irgendein Image so. Und wir können ja auch ernst sein, wir können halt so sein, aber wir sind einfach, in den meisten Fällen sind wir so drauf. So, und du musst dir auch vorstellen, das ist ja ganz normal, wenn man jetzt dann mit Jungs unterwegs ist oder in unserem Fall als du, als ob du auf Klassenfahrt gehen würdest, weißt du? Und das ist natürlich jetzt ein Video, ne? Das ist natürlich konstruiert, aber das ist halt einfach so. Und wir wollen jetzt nicht die Clowns des Techno sein, aber wir müssen auch kein schwarz-weiß Foto machen, wo wir auf den Boden gucken und uns durch die Haare fahren, weißt du? Aber das ist halt, so sind wir halt, wir sind halt kölsche Jungs, weißt du? Das ist dann halt. Da ist doch auch so eine leichte homoerotische Schiene auch sehr schnell nachvollziehbar. Also die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ihr saßt da, glaube ich, zusammen in der Badewanne. Ich fand das schon relativ. Das macht man so einfach unter guten Kumpels. Ja, das heutzutage mit der, also musst du auch Wasser sparen, Strom sparen, so. Wir haben auch nicht ohne Ende Kohle. Gerade eben hieß es noch, ihr seid reich. Es wird langsam wird's widersprüchlich. Beim Geld geht es nicht um den Schutz der Natur, der Mutter Erde. Das klingt vernünftig. Ich habe versucht nachzuzählen, das sind so ungefähr knapp 20 knapp 20 eigene Tracks, eigene Releases, die ihr draußen habt und irgendwie so ungefähr ein bisschen mehr als ein Dutzend Remixe. Ehrlich? Ja, ich habe hier 14 aufgeschrieben. 14 Remixe, sind es mehr? Du, also das hätte ich nicht beantworten können. Okay, es sind ja alles jetzt so einzelne Sachen, die so rausgekommen sind. Habt ihr vielleicht mal vor, so eure Kräfte mal zu bündeln und das alles mal so auf so einem Album zusammenzupacken? Ja, natürlich, klar. Also Best of, größte Charterfolge. Nee, also Album ist natürlich ein Thema, das immer irgendwo über uns schwebt und was wir auch schon ganz oft angesprochen haben, also vor uns selber. Aber das lassen wir, glaube ich, einfach sein, weil, also natürlich wird es irgendwann ein Album geben, aber man kann das auch nicht erzwingen und man muss sich dafür auch einfach Zeit nehmen, ne? Also weil wir sind nur unterwegs und machen die Musik halt auch nicht am Laptop oder so, weißt du, und dann braucht man halt schon seine Zeit, weil wir halt auch hohe Ansprüche haben, ne? an so ein Stück, dann ist es ja, nimmt man dann ja auch mit ins Grab sowas, ne? Richtig. Die Enkel und so. Richtig. So, die Frage an euch, wie sieht es jetzt so in der nahen Zukunft aus, so terminkalendermäßig? Ist der voll, prall gefüllt? Wann kann man euch zum Beispiel mal wieder in Berlin bestaunen? Wann ist das Datum? Wir sind in der Panorama-Bar jetzt am Sonntagmorgen, der 4. August in der Panorama-Bar. Am 4. August. Und darüber hinaus so, was sind so die nächsten großen Stationen bei euch? Boah, das ist, Also wir sind auf jeden Fall das ganze Jahr voll, aber er hat die besser im Kopf, die Daten. Ich kann mir Daten nicht mehr. Du hast die besser im Kopf? Ja, weil ich mich daran so aufgeile. Deshalb weiß ich das. Nein, also wir spielen ja eh oft in Deutschland. Und im September gehen wir auf USA-Tour, das ist unser dritte. So 2 Wochen auch. Und im Oktober sind wir dann in Südamerika das erste Mal. Da machen wir eine total schöne Tour irgendwie. Von Kolumbien bis Chile und dann in Peru gehen wir dann zum Machu Picchu. Nicht schlecht. Genau, und dann geht es eigentlich immer so weiter. Aber das sind jetzt erstmal so richtig schöne, tolle Sachen. Aber es ist auch kein Gelaber. Für uns ist eigentlich fast alles total schön. Ob wir jetzt in Immekeppel spielen oder in Südamerika, das ist natürlich anders, aber wir genießen es schon einfach, was wir machen, weißt du? Und damit bedanke ich mich bei euch für dieses wunderschöne Interview. Genießt das Festival noch. Wenn ihr da draußen noch mehr über die beiden erfahren wollt, dann geht einfach mal auf www.berlmusic.tv oder abonniert uns auf YouTube und besucht uns bei Facebook. Da erfahrt ihr mehr und wir sehen uns. Macht's gut.